Ich wollte mich bedanken bei Philipp Heffner von Berliner Morgenpost und natürlich von Nele Andresen und Katharina Jäckel von Spiegel.de. Ich finde beide Artikel sehr, sehr gut und ich bedanke mich für eure Unterstützung und natürlich für eure Aufmerksamkeit. Wie mittlerweile in ganz Deutschland ziemlich bekannt ist, ich habe natürlich im Deutschen Assistenzverband geklagt, da ich und meine Anwalt Gera natürlich, weil seit 2 Jahren ich darf nicht mehr bei den deutschen Meisterschaften teilnehmen, weil ich immer noch meine italienische Stadtbürgerschaft haben und nicht die deutsche Stadtbürgerschaft haben. Die neue Regel sagt, dass die bei den deutschen Meisterschaften, die müssen und können nur Athleten mit deutscher Staatsbürgerschaft teilnehmen und alle anderen dürfen nicht mehr, obwohl wir in Deutschland natürlich arbeiten, studieren, wohnen und in deutschen Vereinen natürlich Mitglied sind. Und das finde ich natürlich sehr diskriminierend. Deshalb ich und natürlich mein Anwalt Gira entschieden habe, die Deutsche Rassistischeverband zu klagen. Weil der Artikel erklärt natürlich die ganze Lage, die ganze History, wenn man so will. Und wenn du nicht, noch nicht gelesen hast, natürlich hier unten findest du die beiden Links. Es gibt natürlich viele, die sagen, natürlich die deutschen Meisterschaften, die müssen nur für die Deutschen sein. Und man vergisst, dass die deutsche Meisterschaft ist für die deutschen Vereine. Es hat nicht damit zu tun, mit deutscher Staatsbürgerschaft oder nicht. In alle anderen Länder, besonders für die Senioren, für die Masters, die können alle Athleten teilnehmen. Meistens muss man natürlich dort wohnen. Oft sind wirklich offen, das heißt, jeder kann dahin gehen und bei den Meisterschaften teilnehmen. Egal, ob der die Nationalität hat oder dort wohnt oder nicht. Oder einfach dahin geht, nur um diese Meisterschaften zu laufen. Das finde ich auch ziemlich gut. Die Welt ist offen, wir gehen weiter, wir müssen in diese Richtung gehen. Ja? Und ich finde, besonders bei den Deutschen Athletikverband, die sind ein bisschen zu. Die wohnen in einem kleinen Garten und die Gedanken sind ein bisschen altmodisch. Und wenn man liest, die Schreiben setzen, wir müssen die deutschen Athleten schützen oder die deutschen Athleten first, Sätze wie erstmal, wir müssen die deutschen Athleten kommen, wir müssen erstmal die deutschen Athleten unterstützen oder Sätze wie die Ausländer, die machen Probleme. Und wenn ich solche Sätze lese, dann klicke bei mir eine Glocke und ich muss natürlich was dagegen tun, weil ich finde diese Gedanken ziemlich schlecht und gefährlich für die ganze Gesellschaft. Eigentlich, wenn man so will, wäre für mich einfacher, die deutsche Nationalität zu nehmen. Ich darf die deutsche Nationalität nehmen, ich kann. Natürlich wäre für mich viel einfacher, statt die deutsche Athletikverband zu klagen, ja, die deutsche Nationalität zu nehmen. Das könnte ich machen. Eigentlich vor 5 Jahren wollte ich die deutsche Nationalität einfach so nehmen. Und, aber dann habe ich gesehen, was ich machen muss und wie viel ich bezahlen auch muss. Und dann habe ich gesagt, ach, was soll, eigentlich brauche ich sie nicht. Ja? Und dann erstmal, warum sollte ich die deutsche Nationalität nehmen, um die deutsche Meisterschaften teilzunehmen? Die Idee selbst ist schlecht. Das heißt, wir müssen was dagegen machen. Und natürlich denke ich immer, nicht nur an mich, aber ich denke an alle Athleten, alle Master, alle Senioren, alle Aktiven und besonders bei den Kindern. Es gibt viele Kinder oder viele Jugendliche und Mädchen, die 14, 15, 16, 17 sind, die die Normen haben für die Deutschen und die können nicht bei den deutschen Meisterschaften teilnehmen, weil die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, obwohl die hier, kann man sagen, zur Schule gehen, ja, und die Eltern, die hier sind, die wohnen hier, wahrscheinlich die sind mit 2, 3, 4, 5 oder 8 Jahren hier nach Deutschland gekommen und die haben natürlich keine Rechte, um deutsche Nationalität zu machen. Die sollten eigentlich die deutsche Nationalität beeintragen und alle diese ganzen Proformen einfach so machen. Die gute Nachricht ist natürlich, dass ich dank meinem Anwalt und dank natürlich die Regel von der WMA, die World Master Association, die sagt, vor 4 Jahren, die haben eine neue Regel gemacht und die haben geschrieben, so, wenn ein Athlet in einem Land wohnt und dort einfach so in diesem Verband einfach so angemeldet ist, dann darf er entscheiden, ob der für diese Stadt einfach so laufen darf bei den Europameisterschaften oder bei den Weltmeisterschaften. Und das heißt, ich jetzt in Malaga in einem Monat kann man sagen, es gibt die Weltmeisterschaften und ich werde für Deutschland starten. Und theoretisch, sagen wir so, ich könnte, ja, theoretisch, rein theoretisch, Weltmeister für Deutschland werden, aber bitte
kein deutscher Meister. Und das ist natürlich auch ein Paradox. Es ist tatsächlich so. Ich freue mich, für Deutschland zu laufen. Ich freue mich auf Malaga natürlich. Und natürlich, wir gehen weiter mit dieser Klage. Und ich sage dir, wir werden gewinnen. Tschüss.